Vielleicht brauchen wir ja nur eine. Das wäre super. Aber irgendwie bezweifle ich das gerade. Weil das zweite Spiel, das ist mir irgendwie suspekt. Ja, haben wir ja. Wir haben ja eine Münze. Eine Ersatzbatterie. Aber der braucht wahrscheinlich zwei. Wenn wir jetzt... Ach du Scheiß, wie kommen wir denn da wieder hin eigentlich? Also wenn ich jetzt da wieder hoch wollte, wie würde ich das überhaupt anstellen? Ist die Frage. Warte mal kurz. Also hier, da. Ah. Okay. Ah, er klettert hoch wie ein Äffchen. Wir probieren das jetzt mal. Vielleicht ist er ja auch schon mit einer Batterie zufrieden, aber irgendwie, wie gesagt, habe ich da noch so meine argen Zweifel. Ah, macht er. Wenn ich ihn jetzt anspreche. Also meine eine Batterie will er nicht haben. Und hier ist ja auch eindeutig gezeigt, dass es eine Doppelbatterie sein muss. Ach, verdammt, dann müssen wir das zweite Spiel doch tatsächlich durchstehen. Na gut, dann gehen wir wieder hoch. Und gehen hier hoch. Und der Opi freut sich. Ich weiß übrigens nicht, wie laut ich die Musik machen darf, damit die nicht nervt. Ach, guck mal, jetzt geht für uns schon die Tür von selber auf. Wir sind VIPs in der Spielhalle. Ja, ich probiere jetzt einfach noch mal ein bisschen rum. Vielleicht schaffe ich es ja. Da musste ich leider aufstoßen. Warte mal, so und so. Ach. Nee. Ach, wir sind jetzt wieder im ersten Level. Du Schande. Jetzt krieg ich das erste, war aber wahrscheinlich auch schon wieder nicht hin. Nicht mehr hin. So, und jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Hahaha. Lustig. Ey, dieses Spiel, wie habe ich das denn eben gemacht? Ach, wahrscheinlich so. Nee, dann komme ich ja nicht mehr an den anderen. Ach du Schande. Denksport. Richtig krasser Denksport. Nee, Leute, also da muss ich, glaube ich, mal eine ruhige Minute für haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt mal kurz eine kleine Aufnahmepause mache. Bis gleich. Hey ho, Leute, da sind wir wieder. Mir ist gerade ein furchtbar fataler Fehler passiert. Und zwar habe ich total ärgerlicherweise eben, als ich die Aufnahme wieder pausiert hatte, bei ScreenFlow statt auf Speichern oder auf im Projekt ins Projekt integrieren auf Verwerfen gedrückt und habe so jetzt die letzten ja 5 bis 10 Minuten Aufnahme quasi weggeworfen. Es tut mir so unheimlich leid. Ich ärgere mich auch gerade echt. Das Problem ist, dass ich seit ich angefangen habe, wieder aufzunehmen, nicht gespeichert habe und ich müsste halt alles jetzt nochmal machen, einschließlich dieses Rätsels, was wir da eben hatten. Und ehrlich gesagt möchte ich das nicht so gerne. Eigentlich müsste ich ja diesen dummen Fehler so wieder ausbaden und dafür büßen, aber ich dachte mir jetzt, vielleicht verzeiht ihr mir das ja auch, wenn ich euch nochmal kurz erkläre, was ihr verpasst habt. Und zwar haben wir das Rätsel gelöst, was wir in der Spielhalle machen mussten. Wir haben uns durch 5 Level gekämpft, durch dieses unheimlich komplexes Spiel, was furchtbar anstrengend ist und was ich auch keinem empfehlen würde, das selbst auszuprobieren, weil ihr Stunden brauchen würdet, glaube ich. Es sei denn, ihr habt irgendwie 5 Gehirne. Und ja, dann
haben wir den zweiten Coin bekommen und haben den gegen eine Batterie ausgetauscht. Dann haben wir die beiden Batterien mit dem Band, das wir vom Opi bekommen haben, zusammengebunden und diesem fröhlichen Wachmann hier geschenkt. Der hat das dann in sein Teddybärchen eingebaut und jetzt hat er uns den Weg freigemacht zu diesem Aufzug hier. Wenn wir den jetzt betreten, sieht das Bild folgendermaßen aus. Wir sind jetzt hier in dem Aufzug. Eben konnten wir noch hier einmal ein bisschen an dem Dreck schürfen und dann ist ein bisschen Dreck auf den Boden gefallen. Und dann kam ein kleiner Putzroboter nach draußen und hat dann den Dreck aufgesaugt. Den haben wir uns schnell geschnappt und haben den ein bisschen geschüttelt. Und dann kam da nämlich eine Leuchtdiode rausgefallen, die wir hier eingesetzt haben. Genau, und jetzt sind wir nämlich gerade dabei, dieses Rätsel hier zu lösen, weshalb ich auch eben die Aufnahme pausiert habe, weil ich da nämlich schon wieder nicht weiterkomme. Ich muss nämlich, wenn ich hier dieses Blatt wegmache, sieht man hier diese vier Zeichen und die zeigen halt an, was ich hier aktivieren muss, um in welches Stockwerk zu kommen, also um ins zweite Stockwerk zu kommen, da wollen wir nämlich hin. Und wir brauchen einen Stern. Und diesen Stern, da bin ich gerade ziemlich fieberhaft dabei, den zu versuchen zu basteln. Aber irgendwie will das noch nicht so richtig. Da bin ich jetzt nämlich gerade am Grübeln, wie man das am besten hinbekommt. Das Problem ist nämlich folgendes. Dass ich hier nämlich eigentlich dachte, wir brauchen für den Stern diese Diode noch, aber das scheint absolut nicht der Fall zu sein. Ich scheine einfach nur die Lösung irgendwie nicht zu verstehen. Beziehungsweise nicht auf die Lösung zu kommen. Ja, das ist alles etwas blöd und vor allen Dingen der Aufnahmepatzer eben, der nervt mich total, aber richtig. Da könnte ich mich noch stundenlang drüber aufregen. Wir müssen nicht durch die Mitte. Wir müssen so, so. Aber wir müssen ja schon irgendwie durch die Mitte. Ach, warte mal. Vielleicht irgendwie. Nein, das geht ja auch nicht. Nicht wirklich. Ach du schon. Aber vielleicht ist das so gemeint. Das ist halt so ein verzerrter. So ein verzerrter. Wie heißt es jetzt? Stern sein soll. Verstehe. Tja. Das kann natürlich sein. Nur, wie habe ich das jetzt eben gemacht? So, da dürfen wir ja nicht hin. Wir dürfen aber auch nicht dahin und wir dürfen nicht dahin. Wir dürfen ja, wir können das ja eigentlich nur so machen. Aber so ist falsch. Wir müssen das noch wegkriegen da. Irgendwie. Nur wie? Wenn das dann richtig ist, dann habe ich es zumindest verstanden. Ne, durch die Mitte dürfen wir nicht. Das ist mir jetzt schon mal klar. Vielleicht so, so, so. So, so, nein. Falsch. So, so, so. So, so, so. Auch falsch. Ja, ihr seht, ich tue mich schwer. Und es ist auch immer wieder eine schwierige Entscheidung, ob ich jetzt die Aufnahme abbrechen soll oder nicht. Weil es ja für euch
nicht allzu langweilig werden soll. Das ist alles sehr suboptimal, würde ich mal sagen. Sehr, sehr, sehr suboptimal. So, 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 so. So. Nee, so, so. Nee, die Strebe brauchen wir ja gar nicht. Und die brauchen wir auch nicht. Die müssen wir dann, müssen wir ja irgendwie wieder deaktivieren, wenn wir die gar nicht brauchen. Das ist eine Sache, ne? Die kann ich jetzt so gar nicht. Ja, jetzt haben wir es doch. Aber es passiert nichts. Nee, dann habe ich das absolut noch nicht verstanden. Ich mache noch mal eine Pause. Das ist ja jetzt blöd irgendwie. Ich werde mal die Lösung irgendwie mir überlegen in einem längeren Zeitrahmen, wo ich auch nicht im Hinterkopf habe, dass ihr euch langweilen könntet. Da schaffe ich das nämlich immer besser. Bis gleich. Ja, liebe Leute, die Lösung ist dann doch am Ende lächerlich einfach. Ich habe es mir einfach nur wieder viel zu kompliziert gemacht. Hier haben wir den Stern und ich bin jetzt schon ins zweite Stockwerk gefahren, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und jetzt können wir endlich das zweite Stockwerk betreten. Was erwartet uns hier? Wir haben einen Raum mit einem... Ja, was ist das? Ist das ein... Staubsauger oder sowas, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir hier einen Hebel. Mal sehen, können wir denn irgendwas einsammeln, wäre jetzt erstmal die Frage. Also wir können anscheinend uns nur auf diesem Teppich hier bewegen. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Also wir können jetzt nicht irgendwie nach da hinten laufen oder so. Wir können auch offensichtlich... Doch, da können wir auch hinlaufen. Wir können auf den... Okay, wir können da drauf klettern. Wir können... hier offensichtlich nichts machen. Das bringt uns aber auch irgendwie überhaupt noch nichts, da drauf zu klettern. Sehe ich irgendwie so. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir hier den Hebel bewegen. Dann fährt der Roboter in irgendeine Richtung. Okay. Wir könnten den vielleicht bewegen, um an diverse Dinge zu kommen. Und vielleicht an diesem Kronleuchter dort. Jetzt können wir da doch draufklettern, oder? Genau, jetzt kommen wir an den Kronleuchter und können da irgendwas irgendwie dran ziehen. Aber es tut sich nichts. Schade eigentlich. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas passieren. Schade, schade, schade. Können wir hier was machen? Können den Strom abstellen. Vielleicht bringt das jetzt was. Können wir jetzt hier was machen? Nee, das Bild bleibt auf jeden Fall das gleiche. Okay. Vielleicht können wir den auch noch weiter nach rechts schicken, sodass wir irgendwie... Was ist rechts überhaupt? Ich war da noch gar nicht. Ich will gucken mal, was rechts im Raum ist. Ein Klo. Ein sehr interessant aussehendes Klo. Können wir damit interagieren? Wir können da reingucken. Da ist ein Loch. Und da ist die Bombe, Leute. Habt ihr die Bombe gesehen? Da ist die Bombe, die diese Halunken gebaut haben. Okay, da können wir nur dran ziehen. Können das aber nicht benutzen. Können wir sonst noch irgendwas Interessantes hier machen? Sieht mal nicht so aus. Da oben liegt eine Schere, aber da kommen wir nicht dran. Kommen wir auch so nicht dran. Können wir irgendwas mit dem Wasserhahn noch machen?
Na nun, komm doch aus der Pötte. Wir können den Wasserhahn betätigen. Da läuft Öl ins Becken. Aber wir haben nichts, womit wir das auffangen können. Das macht irgendwie jetzt keinen Sinn.